Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Leider habe ich diesen ganzen doofen, guten Part schon einmal gerade gespielt und ich hasse es. Ich hasse es, wenn danach die Datei kaputt ist und ich krieg's nicht mit beim Aufnehmen und hinterher merke ich, dass die ganze Datei Schrott ist, warum auch immer mein blödes Aufnahmeprogramm es nicht ordentlich gemacht hat. Aber ich darf das alles jetzt nochmal spielen, in der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Wir gehen hinaus mit dem James, so heißt er, falls es noch nicht erwähnt wurde. Und ja, gucken mal, wohin uns diese Blutspur führt, der wir zuletzt gefolgt sind. Huhu, hallo. Blutspur. Ziemlich eklig. Okay, unser erster Kampf. Ja. Gut. Is it dead? What the hell is it? It's not human. Also, ich meine... Oh. Tod. Könnte es diese Kreatur gewesen sein? Was geht in dieser Stadt vor? Ich meine, dass es tatsächlich vorher andere Stimmen waren. Ich finde es auf jeden Fall richtig gut bisher umgesetzt. So, nicht nur die Grafik, sondern auch die Stimmen und so. Also, das haben die echt gut remastered, finde ich. Ich glaube, ich muss jetzt wieder raus, genau. Ja, hier lauern irgendwelche Monster. Oh ja. Is this thing broken? What the? I'd better take it anyway. I might need it. Nee, das ist nicht kaputt. Das ist normal hier. Die Ovil hinterlassene Blutspur mit unseren Füßen jetzt nicht mehr. Es ist normal in Silent Hill. Es rauscht immer das Radio, wenn Monster in der Nähe sind. Daran dürfen wir uns schon mal gewöhnen wieder. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Jetzt muss ich erstmal wieder belegen. Der Vorteil daran ist, dass ich den ganzen Part schon mal gespielt habe, ist, dass ich jetzt meine zu wissen, wo es überhaupt als erstes hingeht. Wir müssen nach ganz unten. Ja, nach ganz unten. Ich weiß aber nicht, ob man links die Straße runter kann. Deswegen nehme ich mal den komplizierteren Weg durch die Mitte. Dafür müssen wir leider wieder jetzt auf die Straßen von Silent Hill. Und es ist echt, also es wimmelt hier von Monstern. Ich werde hier jetzt nochmal speichern. Das war ziemlich blöd. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Und dadurch, dass ich dann an der Stelle gespeichert habe, ja, war es dann leider so, dass ich ja da dann schon die Waffe hatte und das wollte ich euch nicht vorenthalten, diese Kurzsequenz. Also musste ich nochmal von vorne spielen, also ab dem Brunnenstück. So. Erledigt. Schön, dass wir jetzt eine Waffe haben, aber ich wollte nochmal ausprobieren, ob er eigentlich nur so zuschlägt. Okay. Irgendwie, ja, anscheinend kann ich nur auf die eine Art zuhauen und das finde ich irgendwie manchmal ein bisschen uneffektiv. Okay, er kann sich auch ducken. Mhm. Ja, mhm. Gut, wir gehen mal erstmal raus. Warte. Die Monster kommen. Nee, ich will eigentlich nach links und dann nach rechts.
Ja, Monsters. Monsters. Links. Und dann rechts. Genau, und dann muss ich da hinten, glaube ich, durch. Damit wir dann hier da hinten runter können. Ich laufe mal ein bisschen weiter geradeaus. Die erste darf ich links passieren lassen. Da wollen wir nicht durch. Ja. Die spucken immer voll mit Säure und so. Das ist voll schlimm. Lauf mal bitte weiter. Weiter, 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 weiter. So. Da gehen wir rein. Er guckt da auch schon wieder hin. So, Moment. Genau, dann wollen wir jetzt noch geradeaus, geradeaus, nach unten rechts. Okay. Oh je, Mini. Immerhin weiß ich den Weg jetzt. Ich glaube, hier muss ich dann gleich rechts. Oder? Ja. Lass mich. Lass mich, lass mich. Lasst mich. Lasst mich alle in Ruhe. So, wir laufen bis ans Ende der Straße. Und dann steht hier ein Wohnwagen und da gehen wir rein. Ich hatte nämlich im letzten Part den Fehler gemacht, dass ich nach ganz oben gelaufen bin. Was heißt Fehler? Und ich wollte dahin und es waren halt überall die Straßen gesperrt. Von daher, da liegt eine Notiz auf dem Sofa. Ich warte in Bar Neelys. So, das überträgt er jetzt auf seine Karte, damit wir wissen, genau, ich habe es auf meine eigene Karte übertragen, damit er überhaupt weiß, wo wir als nächstes hinwollen. Und dann speichere ich direkt hier auch nochmal wieder. So. Dann gehen wir wieder raus. Hier ist nämlich soweit eigentlich nichts mehr, meine ich. Das Problem ist natürlich, dass ich das letzte Mal, dadurch, dass ich überall rumgelaufen bin, auch Gesundheitsdrinks gefunden habe. Was kann sein, dass ich die jetzt alle nicht finde, aber das ist dann halt so. So, jetzt müssen wir geradeaus und dann in diese doofe Bar rein. War das jetzt links oder rechts? Bin ich jetzt doof? Links. Genau. Da vorne dann rechts. Das ist auch eine gefährliche Ecke hier. Was auch scheiße ist, dass man hier den Eingang überhaupt nicht findet von dieser blöden Bar. Die aber hier auf jeden Fall ist. Ist der Eingang hier. So. So. Eine Karte. So voll die alte Karte. Was ist das für ein Symbol am Ende von Martin Street? So, jetzt wollen wir da in diese kleine Straße rein. Also das habe ich zumindest als erstes gemacht und das war auch sehr gut. Weil ich habe es auf meine eigene Karte übertragen. Ja, sehr gut. Ich wollte ja wissen, was da ist für ein Fragezeichen, was das heißt. Und hier haben wir auch einen epischen Spruch. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Ja. Das erinnert mich immer irgendwie an Silent Hill 4. Aber dazu kommen wir ja dann noch. Ob es damit einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist in diesem Part. Dass da ein Loch war und jetzt ist es weg. Irgendwie soll denn das verwirren? Ich weiß es nicht. So. Wo geht's denn jetzt lang? Rechts, rechts, links. Thank you.
Ich hoffe, ich laufe nicht dran vorbei. Ja, ihr miesen Viecher. So, da ist ein Gesundheitsdrink. Schön, dass ich wenigstens einen noch gefunden habe. Da habe ich mich so erschrocken. Zuletzt. Da habe ich echt einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe den Schlüssel zum Apartment. So, da wir den jetzt haben, können wir wieder zurück. Ja, ja. Lass mich bloß in Ruhe, du Scheißvieh. Da habe ich echt... Ich habe mich so erschrocken. Auf einmal kam das so rausgeschossen. Diese komischen Geräusche hier immer. Das ist echt... Lass mich... So, ich brauche die Karte. Und das haben wir erledigt. Jetzt können wir nämlich zum Apartment laufen. Ich habe viel mehr Gesundheitsdrinks unterwegs eingesammelt gehabt, die jetzt leider, lass mich, weg sind. Dadurch, dass das Vieh jetzt war, habe ich schon wieder vergessen, wo ich lang wollte. Genau, einfach nur geradeaus, ne? Aber auf der rechten Seite bleiben. Ich hatte am Ende 5 Gesundheitsdrinks und... Ein Verbandskasten oder so. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber das war viel, viel geiler. Schade, dass das nicht geklappt hatte. Hier haben wir nochmal den Verbandskasten. Das ist schon mal schön. Aber die ganzen Gesundheitsdrinks, die ich gefunden habe, die habe ich alle nicht. Das finde ich echt ein bisschen... Oh, ich schaffe mich nicht immer so. Warum kommen die immer aus den Autos raus? Oh, ihr Arschgeigen. Lass mich, lass mich, lass mich. Immer diese komischen Viecher hier auf dem Boden, diese Geräusche machen. Diese kleine, weiß ich auch nicht. Lass das. Geh da rein. So. Blöden Schlüssel verwendet. Wie so eine Facker da draußen hier. Scheiß Käfer, Monster, Scheiße. Was ist da hinten? Was ist das? Müll. Kann ich nicht brauchen. Da habe ich nämlich das letzte Mal nicht geguckt. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Hm. Okay. Abgeschlossen. Gut. Gehen wir wieder zurück. Ja, ich bin viel, viel, viel schneller als beim letzten Mal jetzt. Also... Darf ich jetzt quasi noch mehr spielen als vorhin? Obwohl mein Puls jetzt schon bei... Naja, okay, mein Puls ist nicht so weit oben, aber meine Angst ist da. Ja. Holen wir uns mal die Karte hier im Apartment. Machen wir uns doch mal vertraut mit dem ersten Stock. Ich habe eine Karte des Apartmenthauses. Juhu, das Apartmenthaus. So, wir nehmen uns den Gesundheitsdrink. Ich kann so gut wie nichts erkennen. Echt nicht. Also für mich ist es wirklich stockfinster hier gerade. Ich weiß aber, dass da hinten... Oh, da ist eine Tür. Mehr weiß ich nicht. Falls da irgendwas liegt, dann kann ich es nicht sehen. Wir gehen mal nach oben. Hallo? Gehen wir mal hier in die Tür rein. Ja, da kommen schon irgendwelche Viecher oder so. Das ist ja schön. Hallo? Hallo. Na? Tritt drauf.
Ja, es war so klar. Mach doch mal tot, ey. Du Dusselkopf. Da ist nix. Was mache ich jetzt? Ich sehe kaum was. Gehen wir mal noch weiter rein. Hier. Geht nicht. Hier. Geht. Hallo? Es ist so furchtbar hier. Es ist so gruselig. Ich bin ganz allein. Ein Fernsehgerät. Da ist nichts Ungewöhnliches dran. Tja, dann gehen wir mal hier um die Ecke, ne? Gott. Was steht da? Da steht was. Da steht Henry Millard Scott. Aha. Nicht, dass das zu irgendeinem Rätsel noch gehört und ich später diesen blöden Raum wiederfinden muss. Hier ist eine Uhr. Eine große Uhr. Es ist zu dunkel, um sie gut sehen zu können. Und vor allem steht da auch noch was an der Seite. Da hat doch irgendwas geleuchtet. Und die Mucke ist halt hier auch ganz anders. Da leuchtet doch was nebenan. Kaputt. Müssen wir jetzt in den Raum nebenan? Ich will in den Raum nebenan. Oh, es ist so unangenehm. Unangenehm, unangenehm. Mach doch mal hier irgendwas. Okay, du kannst nichts machen. Hab's kapiert. Dann nicht. Dann gehen wir wieder. Glaube ich. Nein. Noch mehr Monsters. Da hat's doch aber geleuchtet. Vielleicht war das unsere Taschenlampe, die wir doch brauchen. Wenn hier ein Monster ist, soll's kommen. Ich sehe nämlich kaum was. Komm mal hierher. Blödes Vieh. Links, rechts, da. Komm her, du. Scheiß Vieh. Und jetzt drauftreten. Ja, du bist so dumm, James. Ja. Wie viel stecken die denn ein? Und wie lange soll ich hier denn noch durch die Dunkelheit irren? Abgeschlossen. Einen Speicherplatz habe ich nicht. Eine Taschenlampe habe ich nicht. Die Monster sind voll schwer. Ich habe nicht so viele Gesundheitsdrinks wie am Anfang. Hier kann ich wenigstens mal reingehen. Ach, das ist unser Flur. Ich glaube, das ist der Flur. Ja, dann geh mal nach rechts. Hier waren wir auch noch nicht drinne. Was ist das hier? Was ist das? Das ist ein Müllschlucker. Irgendein seltsamer Abfall steckt in dem Loch fest. Vielleicht hilft's, wenn ich etwas Schweres von oben drauf fallen lasse. Ja, deinen Kopf oder dich selbst am besten. Was läufst du hier überhaupt drinne rum? Was macht der hier? Ganz ehrlich, der wundert sich gar nicht oder was? Was denn? Scheiß auf die Frau, ey, und den Geisterbrief. Ich würde sofort abhauen wollen, aber gut, ey. Möchte das anscheinend so.
Da kommt schon wieder das nächste. Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Da, von vorne. Ja, triffst du vielleicht auch mal? Blöd. War das eine Tür? Nee, nur so abgebröckelte Mauer. Es ist so dunkel. Oh, ja. Ich glaube, das ist unsere Taschenlampe in einem gruseligen Raum. Taschenlampe! Und ein Monster! Mit ekligen Beinen auf Beinen. Eine Nähmaschine, da ist nichts Besonderes dran. Ja, das sind sehr eklige Monster. So sieht's dann mit besserer Grafik aus. Was wir in Silent Hill 1 gesehen haben, wird hier nur noch schlimmer. Ich versuche mich weiterhin zusammenzureißen. Gar keine Angst zu haben. Ich habe aber Angst. Nur, dass ihr's wisst. Ich finde das auch gruselig, dass die Taschenlampe an dieser Schaufensterpuppe einfach dran war. Nichts ist nützlich. Er kann nichts davon gebrauchen. Hallo? Kannst du mal aufhören, so komisch zu laufen? Das macht mir noch mehr Angst. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Haben eine Taschenlampe, was mich sehr freut. Und können jetzt wesentlich besser gucken. Aber ich würde auch ganz gerne mal speichern können. Ja, ich habe ja eine Karte. Vielleicht sollte ich die mal benutzen. Dann sehe ich auch, welche Räume ich benutzt habe und welche nicht. Der Raum mit der Uhr. Okay, die waren alle zu. Dann gehe ich jetzt mal in diese beiden letzten drei Räume noch rein. Und wenn ich da jetzt nicht speichern kann, dann muss ich halt so einen Cut machen. Und die ist sogar offen, die Tür. Prima. Was? Ich seh nicht. Ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht. Ich hasse das. Was? Da. Schön, dass ich nicht sehe. Prima, ey. Hier in diesem kleinen Pissbadezimmer. Und ich sehe nicht, es gibt nichts zu tun. Nee. Musst nicht mal losdillern hier. Oh Gott. Krieg ich eine Belohnung? Guck's doch hier überall hin. Hier muss doch noch was sein. Patronen für die Pistole. Patronen für die Pistole. Wir kriegen noch eine Pistole, das ist ja nett. Will ich überhaupt gerade eine Pistole? Ich glaube, ich finde unseren Holzstock gar nicht mal so schlecht. Da ist noch was für uns in diesem abgefuckten Wohnzimmer. Ja, nee, ist klar. Ein Raum mit nichts, aber so einem ekligen Beinmonster. Wo war ich jetzt schon? Wo war ich noch nicht? Hier war ich noch nicht. Hier ist aber auch nichts. Er guckt auch nirgends hin. Boah, ich verirre mich hier total. Das merke ich jetzt schon. Das ist alles total unübersichtlich und verwinkelt. Und ich krieg hier gar nicht durch. Das Badezimmer. Komme ich jetzt hier wieder raus? Bin ich überhaupt hergekommen? Ich glaube von da. Nee. Bin ich hier durch die Tür da? Die da, ne? Alles klar. Und dann wollte ich noch... Können die mal aufhören, so gruselig da hinten zu stehen? Scheiße. Fangen die an, sich zu bewegen, wenn ich
Taschenlampe anmache. Kann ich wie im Film so an denen vorbeigehen? Nee, kann ich nicht. Taschenlampe wieder an. Okay. Schloss ist wohl kaputt. Was? Hast du da noch hingeguckt irgendwie? Ich muss alles hier genau inspizieren. Auch kaputt. Okay, das war's. Ich habe gesagt, wenn ich nicht speichern kann, habe ich Pech. Dann ist das wohl so. Dann laufe ich jetzt mal wieder hier den Gang zurück. Dann habe ich meine erste Tür-Challenge gepackt. Wir sehen uns im nächsten Part mit Angst und Motivation. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.